Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Osterzeit ist Lammzeit. Ich habe hier eine Lammhüfte, die ist etwas kleiner. Ich habe noch drei große, die habe ich schon eingelegt. Das Ganze machen wir mit Green Mountain, das lehnt sich an La Provence. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon, das Gewürz. Das ist noch ein wenig mehr Knoblauch, ein wenig mehr kräuterlastiger. Könnt natürlich auch jedes andere Gewürz verwenden. Dazu machen wir ein wenig Zucchini und das ist für die Farbe, die gibt es immer in der Türkei. Man weiß immer nicht, sind sie scharf, sind sie nicht scharf. Also immer Nachbar als Erster probieren lassen. Ein bisschen Olivenöl brauchen wir, ein Pinsele, scharfes Messer ist klar. Und dann geht es eigentlich schon los. Wie immer, das Fleisch erst würzen. Beidseitig. Und den Rest, den tauchen wir da so schön rein. Rollen das da durch, dann ist nichts vergeudet. Ein Hauch Olivenöl drüber. Und dann drehen wir das da zwei, dreimal. Dann wird das schön einmarinieren. Ja. Die Zucchini, die machen wir auch gleich fertig. Die ist gewaschen natürlich, dann machen wir wegen so schräge Teilchen. Schaut ein wenig besser aus. Und das schneiden wir da ab. Das können wir ruhig mitverwenden, denn Stiel schaut immer ein wenig lustig aus. Das gleiche lege ich mir auch auf hier. Wer natürlich jetzt erstes Öl hinmacht, da bleibt das Gewürz dann viel besser kleben, aber dann geht halt mein Gewürz nicht mehr an das Gemüse oder das Fleisch. Drum machen wir erst Gewürz. Dann nehmen wir natürlich auch dieses Green Mountain, das passt super dazu mit dem Knoblauch. Zucchini kann man nichts sagen. Ne? Die drehen wir, halt, da fehlt noch irgendwas. Cool. Ja, so ein Lämmle schmeckt schon gut, so eine Hüfte, also kurz gebraten, Lamm am Sonntag, oder ihr macht natürlich eine Lammschulter, das geht auch, dauert halt ein wenig länger, ein paar Klößlich dazu, oder ein paar Schupfnudeln oder ein Spargel geht auch, aber wir machen heute halt mal hier eine gegrillte Zucchini dazu, schön gleichmäßig würzen, gut. Kann man jetzt ein wenig andrücken mit der Grillzange. Beziehungsweise reindrücken. Da fehlt noch ein Sprutz. Ja. Gut, da war noch. Andrücken, ein wenig Olivenöl drüber. Ist was drin? Jawohl. Und das Ganze können wir jetzt ein bisschen drehen noch und beziehungsweise ein bisschen durchmengen. Geht natürlich in einer tiefen Schüssel etwas besser, aber hier können wir es natürlich auch super gut machen. Telefon schellt. Der Regisseur hat gesagt, das darf man absolut nicht mit an den Drehort nehmen. Die Schauspieler hören immer nicht. Super, das lassen wir jetzt ein wenig einmarinieren kurz. Können wir übereinander stapeln hier. Und das mache. Das gebe ich dem Kameramann mit, das kleine Verregler. Weil ich habe nämlich hier noch welche schon eingelegt. Etwas länger. 5 Stunden. Schau, die sind auch viel größer. Ich habe gerade nicht so viel Hunger, dann nehme ich lieber die großen. Ne? Boah, ist das geil, das Gewürz. Boah, riech mal. Ist gut? Spricht nicht. So. Grill ist vorgeheizt, 280 Grad. Wir grillen als erstes die Hüfte an. Ein Thermometer brauchen wir auch noch. Wir wollen eine Kerntemperatur von 58 Grad. Wer bei 55 raus tut, das ist dann medium rare, das wollen wir nicht. Also die Lammhüfte würde ich schon gerne auf 58 ziehen, dass es so richtig zart rosa ist und dann ist die auch puderzart. Fast schon ein wenig zu viel, macht nichts. 300 Grad liegen fast an. Jetzt gehen wir schon zum Angrillen. Legen wir mal die drei auf.
Die Zucchini, die brauchen etwas länger. Und jetzt drehen wir gleich in einer Minute und dann sehen wir uns gleich. Ein Minütle ist rum. Jetzt geht die Hüfte natürlich ein bisschen hoch, schaut her. Ein bisschen fast zu viel, ist ein wenig dunkel geworden, aber es macht nichts. Gehen wir ein wenig zurück mit der Temperatur. Das sind Grillaromen. Aber ihr seht hier, da ist natürlich nicht das Fleisch so dunkel geworden, sondern natürlich das Gewürz oder die Marinade. Und darum muss man ein bisschen weniger angrillen, auch wenn er die Sachen aus dem Supermarkt holt, wo man das Fleisch nicht mehr sieht. Da wird es immer kohlschwarz. Das ist aber nicht das Fleisch, sondern die Marinade. Okay? Also lieber mal ein wenig offen lassen, dabei stehen und hochlegen und lieber ein bisschen länger hochziehen. Ja? Okay? Die Zucchini, die wenden wir jetzt da noch ein bisschen im Olivenöl. Sehr gut. So, wie schaut's aus? Warten wir nicht so lange da jetzt. Okay, weil das reicht nämlich auch schon. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nachher auf den Faserverlauf beim Einschneiden. Ihr seht den Faserverlauf, ich sehe das, es geht hier so. Also müssen wir von hier anschneiden. Vielleicht soll ich noch eine Markierung hinmachen. So. Jetzt können wir da schon auf minimal gehen, auf jeden Fall. Die Zucchini, die müssen nicht warm sein. Darum grillen wir die jetzt schon mit an. Die können dann ruhig kalt sein, da schmecken sie nämlich auch super. So Antipasti-mäßig. Dann lege ich mir die mit auf. Perfekt. Das kleine Stückle, das geben wir noch den Chef. Soll ich es mit drauflegen und willst du es mitnehmen, Chef? Oder? Ja, dann nimm es lieber so mit. Na, schaut her, wir legen das jetzt erst auf, auch weil es viel dünner ist. Ja? Ungefähr die Hälfte von der Garzeit oder Grillzeit braucht es. Drehen wir. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Und ein Wetterle da in Franken. Ne? Ein Wetterle. 1. Januar, T-Shirt. Es ist der 26. ist heute, ne? 26. März. Doch? Doch? Nicht gleichzeitig, aber es ist nicht so, denn darum. Schaut her. Das ist richtig dick geworden, ne? Der Muskel zieht sich zusammen und jetzt wird es plötzlich viel dicker. Darum braucht es jetzt auch, sag ich mal, da oben bestimmt ja, so 15, 20 Minuten, bis das auf Kerntemperatur kommt. Jetzt legen wir die schon hoch, können wir ruhig da oben liegen lassen, das drehen wir. Die Zucchini drehen wir jetzt in die Mitte, ihr seht das leichte Branding. Ein wenig Gemüse muss sein. Ne? So, jetzt können wir schon zumachen, beziehungsweise wir können auch schon den Thermometer stecken, indem wir jetzt in den, oh, das ist fast der dickste da, ne? Schön mittig rein. Ich sage euch gleich, wie viel Temperatur wir haben. 25, 24, 22 Grad. Also, wir brauchen ein wenig. Das können wir auch mit auflegen. Habt einen tollen Farbklecks auf dem Teller auf jeden Fall. Ein bisschen andrücken das Gemüse, das tun wir noch leicht mit oben hinlegen. Das Ding drehen wir. Da einmal ein wenig aufpassen, dass es nicht schwarz wird. Ah, hab richtig Hunger schon. Ein bisschen andrücken kann man die Zucchini wirklich. Drehen wir sie hierher. Bisschen Branding muss sein, ne? Ob Gemüse oder Fleisch, ein Branding muss sein. So, das können wir nochmal drehen. Und jetzt machen wir zu. In der Mitte lassen wir einfach so. Wir haben jetzt noch 200 Grad, da geht es noch ein Stück runter. Und dann drehen wir gleich nochmal ein Minütchen. Das ist eine richtige schöne Zeit hier. Es ist so langsam. Es wird ein Video kommen, wo ich dann in den Pool springe, okay? Ohne Mikro aber.
Ja, es könnte ja sein, dass wir jetzt in der Osterwoche schon über 20, 25 Grad angeblich. Aber ob das stimmt, wer weiß es. Ne? Übrigens verlose ich unter allen, die ein Video teilen, eine Teilnahme an so einem, an so einer Grill-Session hier mit dem André und mir. Könnt ihr mitgrillen und auch in dem Video mitspielen. Als Statisten bzw. als Grillprofis, egal. Wer teilt, kann auch gewinnen, okay? Und dann gibt es natürlich noch so Kleinigkeiten wie Grillzange und ein wenig Gewürzle dazu und ja, ein Blick in mein Grill-Area hier auf jeden Fall auch, okay? Freue mich. So. Drehen wir noch einmal Zucchini-Line. Da haben sie schön Farbe, guck. Die sind jetzt noch nicht ganz fertig. Die legen wir einfach ein bisschen mit hoch. Das Teil jetzt grillen wir schön mit an. Und schließen den Deckel wieder. Gut. Da haben wir auch noch ein wenig Öl, das können wir da noch drauf tun. Das kommt gut, ja. Halt hier, schaut her, da haben wir natürlich hier noch was drauf. Das können wir da noch schön verteilen. Beziehungsweise noch einen Tropfen Öl drauf. Also Öl schmeckt geil auf der Zucchini. Gut, das Teil tun wir auch mit hochlegen. Halt, da muss noch ein so eine Branding rein. Das legen wir mit hoch. Das holen wir dann in 3-4 Minuten runter. Dann ist das Gemüse schön durchgezogen. Das legen wir mit hoch und machen jetzt, den machen wir aus. Links und rechts lassen wir leicht an, dass wir so um die 100, zwischen 150 und 170 Grad drin haben. Dann geht es ein bisschen schneller. Gut. Ich denke, wir brauchen 5-6 Minuten. Bis gleich. 5 Minuten sind um. Jetzt holen wir das Gemüse runter, würde ich sagen. Legen es gleich schön hierher, dass wir dann das Fleisch auch. Das machen, fangen wir von da an, dann schaut es ein bisschen besser aus. Sieht man das Fleisch nicht, ne? Wenn ich aufschneide. Machen wir so, ne? Seht, das ist schön weich. Grad Kerntemperatur liegen an. Also wir brauchen noch 49 Grädlich. 180 haben wir, machen wir alles aus jetzt, dass es noch ein wenig runterkühlt, dass es noch ein bisschen schonender ist. Ihr wisst ja, je geringer die Temperatur im Garraum, optimal bei 120 Grad, umso zarter wird das Fleisch, man verliert weniger Fleischsaft. Fleischsaft ist Zartheit, also müssen wir ein bisschen runter, sagen wir in Franken. Ne? Ein wenig runter. Also machen wir aus, das reicht. Haben jetzt noch 170 Grad, 160, der wird gleich sehen, der wird noch fallen. 50 Grad Kerntemperatur, Messerle ist scharf und dann geht es gleich rund. Ungefähr 15 Minuten haben wir gebraucht insgesamt. Wir haben jetzt 57 Grad. Jetzt ziehe ich mal den Stecker raus hier und hole das Kollegle mal runter. Den schneiden wir auch an. Den lege ich mal schon richtig hin, dass ich auf jeden Fall weiß. Und den kleinen schneiden wir dann auch an, dass wir sehen, ob wir da richtig gelegen waren. Zeige ich dir mal. Okay. Also Faserverlauf so, dann schneiden wir so an. Schaut her. Also ich drücke da nicht, ne? Ist ja klar, dass wenn ich da drücke, dass da was rausläuft. Aber wenn ich drücke, wird es ja zäh. Hm.
Zucchini probieren. Super lecker. Hammermäßig. Noch ein Stück Fleisch. Von der Paprika nehme ich auch noch was weg. Oh, die ist scharf. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Zeidler. Wie immer, ein Träumle was.